Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Babykanal. Heute kommt das erste Schwangerschafts-Update. Das habe ich jetzt extra so gelegt vor den Frauenarzttermin, denn da kommt ein extra Update zu. Und ich dachte mir, ich packe die ersten Wochen mal alle so auf einen Haufen und alles zusammen. So ungefähr von der dritten bis zur sechsten jetzt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen und ich würde sagen, wir fangen an. Positiv getestet haben wir am 13.07.2018. Am 13.07. habe ich diesen Test hier gemacht und der ist eindeutig positiv gewesen. Dort war ich Eisprung plus 10. Einen Tag später habe ich den Clear Blue gemacht und da steht ganz eindeutig schwanger drinne. Dann habe ich mir so ein Buch gemacht. Da habe ich alle Schwangerschafts- bzw. Ovulationstests reingeklebt, die ich gemacht habe, bzw. wie ich eben meinen Eisprung berechnet habe, eigentlich um zu verhüten, nicht um mein Baby zu planen. Und das fing eben am 26.06. an, da war meine Periode vorbei, beziehungsweise habe ich am 15.06. meine Periode gehabt, dann ging es ungefähr 5 Tage. Und am 26.06. habe ich eben angefangen zu testen, die waren relativ lange negativ, bis zum 3.07. da war mein Eisprung, das habe ich auch relativ doll gespürt in der linken Leiste, das habe ich im Juni bereits auch schon gehabt. Im Mai habe ich die Pille abgesetzt und im Juni habe ich das so doll rechts gehabt, also mein Eisprung, ich wusste auch nicht, dass es mein Eisprung ist, und hatte so doll rechts Schmerzen, dass wir sogar ins Krankenhaus gefahren sind, wegen Verdacht auf Blinddarmentzündung. Und deswegen habe ich mich total gewundert, warum mein Ovulationstest positiv ist und ich wieder die gleichen Schmerzen auf der linken Seite habe. Deswegen weiß ich auch ganz genau, dass mein Eisprung auf der linken Seite sein muss. Genau, der war eben positiv am 2. und 3.7. Das sieht man hier total gut. Also diese beiden waren das hier und die sind auch eindeutig positiv immer noch. Am 2.7. ist er sogar noch ein bisschen positiver. Das heißt, da schätze ich mal, war der Eisprung. Und genau. So sieht es eben ganz aus. Und hier unten haben wir bereits positiv getestet. Also ich habe die Ovulationstest am 6.7. abgebrochen, habe da aber schon einen Schwangerschaftstest gemacht. Natürlich, das kann auch gar nicht sein, dass ich da schwanger geworden bin. Eisprung plus 3 kann gar nicht sein. Aber habe trotzdem einen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber den seht ihr auf jeden Fall hier. Und dann habe ich einen gemacht, wo ich das Datum nicht mehr weiß. Ich glaube, das war aber nur 2 Tage später oder so. Und am 13.07. habe ich routinemäßig einen Schwangerschaftstest gemacht, einfach zu gucken, ob wir gut verhütet haben oder eben nicht. Und habe den Test zur Seite gelegt und da war dann nichts, also ich habe nichts gesehen und hier sieht man auch nichts, außer man erahnt was. Also wenn man weiß, dass ich schwanger bin, dann sieht man was. Das ist aber in jedem Fall diese Reihe hier. Also da habe ich auch wieder einen Ovulationstest gemacht zum Orakeln und der war hier auch positiver und eben 2 Schwangerschaftstests. Und am 14. war dann eben klar, dass ich schwanger bin, weil da unten ganz zart eine Linie ist. Das war dann eben Eisprung plus F. Der 14.07., wo wir wirklich positiv getestet haben. Und am 13. habe ich eben, beziehungsweise hat Felix den Test gesehen und hat gesagt, da ist doch was. Und genau, aber zu der Reaktion und so kommt auf jeden Fall noch ein Video. Heute gibt es einfach nur so ein kleines Schwangerschaftsupdate, beziehungsweise wie es hier alles weitergeht und wie das hier alles verfahren ist. Dann habe ich weitergemacht am 15. natürlich. Mit Tests und am 16. wieder. Und da seht ihr, glaube ich, ganz stark, dass da was Positives ist. Und hier sieht man dann auch von jedem Tag die Reihenfolge, wie das einfach immer, immer mehr wird. Und dieser hier ist von heute. Das sieht man, denke ich, auch ganz gut. Dass dann in jedem Fall eine zweite Linie ist. Und das HCG auch steigt. So. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit meinen Symptomen bzw. Anzeichen. Das erste Anzeichen, was ich euch ja schon erzählt habe, ist ja dieses Schmerzen auf der linken Leistenseite, die ich dann eben beim Eisprung hatte. Und da habe ich mir eben auch nichts bei gedacht. Mir ist auch vorher gar nicht aufgefallen, dass es der Eisprung sein könnte, sondern ich dachte mir, warum ist das jetzt schon wieder da? Und dann warum auf der anderen Seite? Und im Krankenhaus kam damals eben auch nichts raus. Ich sollte einfach Magentabletten nehmen und dann sollte es wieder gut sein. Es war auch am nächsten Tag direkt wieder weg, weil ein Eisprung ist ja auch nur ein Tag. Und ja, dann ist es mir aber wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass es der Eisprung sein muss. Ich habe mir
kleine Notizen im Handy gemacht, damit ich euch das auch alles sagen kann, hier in diesem Video. Montag, 9.7., das war dann Eisprung plus 6, hatte ich Unterleibsschmerzen. Das habe ich mir einfach mal aufgeschrieben und das muss die Einnistung gewesen sein, weil es waren so typische Schmerzen und dann Eisprung plus 6, das war irgendwie total komisch. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ist mir im Nachhinein aber eingefallen. Also ich habe mir das aufgeschrieben, dass ich da Unterleibsschmerzen hatte, einfach auch für einen Frauenarzt, falls das irgendwas anderes ist. Und dann, als ich dann wusste, dass ich schwanger bin, okay, das war eindeutig die Einnistung. Deswegen habe ich das aufgeschrieben. Am Samstag, den 14.7., fing das denn so an. Da habe ich halt eben positiv getestet einen Tag davor. Und dann fing es an mit fettigen Haaren extrem. Das habe ich seit der Schwangerschaft so extrem. Immer fettige Haare. Ich kann eigentlich jeden Tag meine Haare waschen. Jeden Tag dreimal meine Haare waschen. Wenn ich morgens aus der Dusche komme, sind sie mittags wieder fettig. Und das ist so ätzend. Dann habe ich extrem unter Hautprobleme. Also ich habe überall Pickel und total trockene Haut. Das habe ich vorher eigentlich auch nicht so gehabt. Also seit dem Pille absetzen habe ich total Pickel. Aber jetzt durch die Schwangerschaft wird es einfach noch mehr. Das ist richtig untypisch, weil ich einfach sonst eine perfekte Haut hatte. Dann, was mir auch aufgefallen ist in der Zeit, dass mein Urin einfach anders gerochen hat. Das, denke ich, merkt man einfach. Ich meine, wenn man auf Toilette ist, man ist so oft in seinem Leben auf Toilette und man riecht einfach auch mal den Urin. Und der verändert sich eben auch. Und der hat in dieser Zeit, an diesem Wochenende, einfach total gestunken. Beziehungsweise einfach nicht gestunken, sondern einfach anders gerochen. Giftiger und aggressiver. So habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Das ist dann aber auch jetzt schon wieder weg. Also es war eben auch nur dieses Wochenende, 3 Tage ungefähr. Und das habe ich eben auch einen Tag nach Positivtesten gemerkt. Dann habe ich am Montag, den 16.7., gemerkt, dass ich wieder Schmerz im Unterleib hatte. Das habe ich bis jetzt immer wieder gehabt, bis vor 2 Tagen, dass ich einfach, glaube ich, die Gebärmutter einfach dehnt. Ich glaube, das ist einfach ganz normal, Unterleibschmerzen. Das habe ich aber extrem gemerkt. Also da habe ich mir auch manchmal zusammengekauert und musste da echt gegenkämpfen, weil es so weh getan hat. Das war aber nicht zu vergleichen mit meinen Periodenschmerzen, weil das war viel schlimmer. Also meine Periode ist viel schlimmer und diese Unterleibschmerzen waren jetzt nicht so dramatisch. Aber man hat sie eben gemerkt, man hat gemerkt, dass sich da was bewegt und dass da was sich tut und so. Das war halt deutlich zu spüren. Dann habe ich seit dem 16.07. auch einen extrem aufgeblähten Bauch. Also ich sehe aus wie im 4. Monat und das ist nicht mehr schön, weil ich wurde noch nicht darauf angesprochen, dass ich schwanger bin, aber ich fühle mich einfach schon so richtig schwanger und das ist auch einfach unschön. Ich hatte jetzt auch am Wochenende, also vor 2 Tagen, richtig dolle Bauchschmerzen, weil das einfach auch, ja, ich habe gegessen und es war alles so schwer und es liegt alles so schwer im Magen und man hat einfach so ein aufgeblähtes Gefühl, man ist so dick und ja, das war einfach nicht mehr schön und jetzt ist es zum Glück wieder weg und mein aufgeblähter Bauch nimmt auch anscheinend wieder ab. Irgendwie sieht er heute nicht mehr so dick aus wie sonst. Morgens, wenn ich aufstehe, ist er auch eigentlich relativ flach, so wie ich sonst immer war. Außer seit 2 Tagen. Seit 2 Tagen ist er von Anfang an immer dick. Vorher war er immer beim Aufstehen schlank wie vorher. Und jetzt habe ich eben seit 2 Tagen auch immer morgens auch einen aufgeblähten Bauch, wo ich noch nichts gegessen habe. Und wenn ich was gegessen habe, ist er immer richtig dick, als wäre ich im 4. Monat. Ich will gar nicht wissen, wie ich im 4. Monat aussehe. Genau, das war alles, was ich mir aufgeschrieben habe bis jetzt. Gestern fing die Übelkeit an. Ich bin jetzt, ich guck mal in meine App, wie weit ich bin. Ich habe das schon voll vergessen. Ich bin 6 plus 3. Ich habe hier diese Schwangerschafts-Plus-App. Und da gucke ich eben mal rein. 7. Woche. Und so sieht das kleine Krümelchen gerade aus. Und genau, 6 plus 3. Gestern bei 6 plus 2 fing die Übelkeit an. Richtig ätzend. Das war den ganzen Tag über. Wir waren gestern noch im Urlaub. Und es war einfach so unschön. Also ich habe morgens bin ich direkt wach geworden und da hatte es schon alles so ein bisschen flau im Magen und das war alles richtig unschön. Und heute war es zuerst weg, habe dann ein Eis gegessen, beziehungsweise Mittag gegessen und danach ein Eis und dann fing das an. Jetzt ist es immer noch so. Also es ist nicht so, als würde ich gleich brechen müssen, sondern einfach, es fühlt sich einfach alles an, als würde es raus und es ist einfach richtig schrecklich. Ich hasse es allgemein, dieses Übelkeitsgefühl, das ist das Schrecklichste, was man haben kann. Und deswegen freue ich mich da überhaupt nicht drauf. Ich hoffe, das vergeht wieder. Ich bin aber auch sehr froh, dass es bis jetzt relativ in Ordnung ist noch. Genau, und ich glaube, das war's bis jetzt. Bis jetzt habe ich nur unglaublich Müdigkeit, Schlappheit und ich schlafe eigentlich immer.
Und wenn ich von meinem Zimmer aufstehe und nur zur Treppe laufe, muss ich mich direkt bei der Treppe wieder hinsetzen, weil mir schwarz vor Augen wird. Das habe ich seit dem Eisprung, dass mir immer schwarz vor Augen wird. Das habe ich vorher auch gehabt, aber nicht so extrem. Da hatte ich es einmal morgens früh, da habe ich was getrunken, da war alles in Ordnung. Und jetzt im Moment trinke ich richtig viel. Das ist auch ein richtig gerades Anzeichen. Also ich trinke richtig viel. Und das ist so untypisch für mich. Vorher habe ich einen halben Liter am Tag getrunken, was total schlecht ist, ich weiß. Aber jetzt trinke ich ungefähr 2 Liter. Einfach nur, weil ich Durst habe. Es kann sein, dass es das Wetter ist mit den 33 Grad, aber es kann auch einfach sein, dass ich schwanger bin. Und ja, das ist auch total ätzend. Und was auch, ja, eben diese Schwindelanfälle. Also mir wird schwarz vor Augen, ich muss mich sofort hinsetzen. Dann kribbeln meine Finger, meine Füße kribbeln. Also einfach schwarz vor Augen und dieses typische Schwächegefühl. Das habe ich noch ganz schlimm. Und sonst war es eigentlich. Das ist so das Typische, was ich habe. Ich habe noch Ausfluss. Also ich bin eigentlich eine Person, ich habe relativ viel Ausfluss. Immer vor und nach der Periode habe ich immer weißen Ausfluss gehabt. Also diesen Zervixschleim. Auch als ich die Pille genommen habe, hatte ich diesen Ausfluss. Nach der Pille ist er jetzt, hat er sich eigentlich gar nicht verändert. Außer jetzt in der Schwangerschaft wird er halt einfach mehr und er riecht auch anders, bin ich irgendwie der Meinung. Und er ist halt nicht mehr klumpig, so wie sonst immer, sondern er ist sehr weich und flutschig. Also er ist einfach da. So als hätte man die ganze Zeit seinen Eisprung sozusagen. Das merke ich auch extrem. Ja, sonst eigentlich nichts, außer dass ich Unmengen schwitze, Unmengen trinke und Unmengen esse vor allem. Das ist so untypisch für mich. Ich esse eigentlich nie so viel. Ich esse meistens ein Stück Pizza und jetzt verdrücke ich eine ganze Pizza. Es ist so unglaublich, was ich verdrücke. Und mein Freund hat auch schon gesagt, du bist eindeutig schwanger. Eindeutig, du bist schwanger. Weil das einfach so untypisch für mich ist. Ja, das war's bis jetzt. Das war Woche 5 bis 6 ungefähr. Ich bin jetzt Woche 7 und in 3 Tagen schon Woche 8. Und dann geht es eigentlich zum Frauenarzttermin. Dann nehme ich euch natürlich mit. Ich versuche ein bisschen zu vloggen. Und dann wird es sogar ein Video dazu geben. Also ich vlogge und dann muss ich noch ein Update geben. Und dann wird natürlich in regelmäßigen Abständen immer mehr Updates geben. Je nachdem, was beim Frauenarzt rauskommt. Wir sind mal gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall auch auf Instagram noch mitnehmen. Link ist unten in der Infobox, habe ich ja schon gesagt. Da könnt ihr uns auf Instagram folgen. Da kommt auf jeden Fall richtig viel. Da kommen sehr viele Stories und immer Beschwerden und alles kommt da immer alles rein. Und genau, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Schreibt gerne mal eure Meinung oder beziehungsweise eure Anzeichen in die Kommentare, wann ihr was bekommen habt, was ihr für Anzeichen habt, ob meine Anzeichen nicht gut sind, ob ich mir irgendwie Gedanken machen muss, was ich nicht will. Also bitte seid da ein bisschen diskreter und schreibt mir nicht, ob mir du hast Ausfluss, das ist eine Fehlgeburt. Das verkrafte ich im Moment nicht. Also, ja, ich denke aber, es sieht alles gut aus. Ich bin auch sehr froh, dass ich nicht so viele Anzeichen habe. Ich kenne einige, die haben weitaus mehr in dieser Zeit. Und genau, ich würde das Video jetzt beenden, weil ich möchte wieder in mein Bett. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!